Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zu EdenCrafters. Ja, vor kurzem ging es in den Early Access und ich habe die Ehre, das jetzt spielen zu können. Also, ich möchte jetzt damit anfangen und mal gucken, wie sich das nennt. Wir nehmen eine neue Welt einfach mal. Name der Welt, nämlich Strider, so heiße ich ja auch. Wir machen Weltmodus im Entspannt. Hier haben wir den Echo Prime. Größe sehr groß, Wasser 0, seltene Ressourcen 60%. Das ist eine Ocean World. Größe klein, Wasser 90, seltene Ressourcen 5. Oh. Was haben wir da? Arteria. Oh, der Planet ist noch nicht verfügbar. Okay. Der Planet ist auch nicht verfügbar. Kommt im Quartal 25. Der Planet ist auch Quartal 2, 25. Nämlich Echo Prime. Oder nehme ich jetzt das Wasserding? Seltene Ressourcen 60%. Ich glaube, ich gehe nach Echo Prime. Wir nehmen den Weltmodus entspannt. Die 7-Klot. Und dann lassen wir uns mal abdriften, ne? Ins Spiel hinein. Also ich bin gespannt, was mich erwartet, weil ich habe ja schon viel gehört davon. Das ist ja so eine Mischung aus, ja, sag ich mal, Planet Crafter und Satisfactory, ne? Also das hört sich sehr spannend an. Ich bin jetzt gespannt, was wir eigentlich schon drin machen können. Und ja, also mal gucken, ne? Wir haben jetzt kein Wasser. Schauen wir mal. Wir haben das neue Ziel, erste Schritte. Okay, im Inventar deines Raumschiffs befinden sich Materialien. Übertrage sie in dein eigenes Inventar, auf das du mit Tab zugreifen kannst. So, Tab öffne Raumschiff-Inventar, benutze Raumschiff. Das ist mein Raumschiff. Funktioniert nicht mehr, hat keine Energie. Gut, also das machen wir mal rein. Drücke 1, um das Multitool auszurüsten und halte die linke Taste gedrückt, um Ressourcen in der Nähe abzubauen. Finde etwas Eisenerz. Alles klar. Deswegen sage ich hier Planet Crafter, weil das hier erinnert mich ganz gewaltig an Planet Crafter. Das war nochmal Schwefel. Das macht man ja auch da im Planet Crafter so. Nur, dass man hier jetzt noch Maschinen mitbauen kann. Also richtige Maschinen und Förderbänder. Also da bin ich echt gespannt drauf. Wir haben jetzt ein bisschen Eisenerz gefarmt. Was ich auch geil finde, und zwar hier, weißt du, das Terraforming hier. Das fände ich so geil. Das fände ich so mega. Und hier haben wir größere Felsvorkommen. Da kriegen wir dann mehrere Felsen raus. Okay, drücken Sie V, um Ihre Drohne einzusetzen. Es kann beim Bergbau oder beim Bauen in schwer zugänglichen Bereichen nützlich sein. V. Oh. Sogar mit der Drohne hier. Mal hier. Kann ich ja sogar hier. Oh. Okay, deine erste Basis. Baue ein Wohnmobil. Zuerst musst du eine Basis errichten. Wohnmodule sind die Orte, an denen sich dein Sauerstoff auffüllt und an denen du einige Ausrüstungsgegenstände platzieren kannst. Aller Planet Crafter, gell? So, Baumenü Q. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich hinbauen soll. Deswegen werde ich mir einfach mal in der Nähe von meinem Raumschiff. Da haben wir Baumodul. Platzieren wir jetzt einfach mal. Machen wir weg. Kurz Sauerstoff tanken. Machen wir nämlich hier genauso. Und jetzt sollen wir eine Werkbank platzieren. Okay, platzieren wir eine Werkbank. Wo sind die? Das ist die Werkbank. Wie drehe ich das denn? Ach, so drehe ich. Okay. Sogar mit dem Raster, ne? Oh, schön. Schön, schön. Okay. Machen wir mal hier die Werkbank hin. Neues Baurezept Kiste. Ah. Ein Wohnmodul. Modul benötigt eine Schalttafel, um weitere Geräte zu unterstützen. Stelle die notwendigen Teile her. Also ich glaube, wir werden erstmal nochmal so ein weiteres Wohnmodul hier hin platzieren. Ja, können wir das so machen? Nicht genug Zement. Ah, okay, Moment. Cemento! Cemento! Wo haben wir das denn? Hier. Ja. Können wir mal ein paar herstellen lassen, ne? Haben wir ein bisschen Felsen ja geholt. Alles klar. Machen wir so ein Wohnmodul. Auch erstmal noch ein bisschen Platz. Ah, guck mal, schön schick. Verbindet sich gleich miteinander, ne? Jetzt habe ich zwar zwei Türen hier drin, aber okay, auch nicht schlecht. Weiß gar nicht, haben wir hier überhaupt eine Karte? Eine Karte haben wir. Okay. Da hinten ist Schnee. Alles klar. Na, dann bin ich mal gespannt, was uns hier so alles erwarten wird. Was so alles sein wird, ne? Also brauchen wir eine Schalltafel. Wir brauchen eine, also einen Stromkasten, ne? Schalltafel wird der Stromkasten sein.
Können wir sogar hinter die Werkbank machen, ne? Mache ich die hinter der Werkbank? Ich glaube, wir müssen da nicht drauf zugreifen. Ach, Kabel brauchen wir. Kabel. Da brauche ich Kupferbarren. Ah. Brauchen aber ein bisschen mehr Kabel, ne? Naja, wir brauchen noch mal ein bisschen Kupfer hier, meine Lieben. Das ist Eisen. Das ist Schwefel. Na, dann gucken wir noch mal nach Kupfer. Das ist Eisenerz. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer haben wir. Keine Ausdauer mehr hier, richtig. Ist klar. Und jetzt hier nochmal Kupfer. Ja, nochmal Kupfer. Und zack, so, jetzt haben wir noch genug Kupfer, damit wir unser Ding da machen können. Unser Stromkasten. Machen wir erstmal das Kabel. Ja. So, machen wir mal das Kabel. Drücken wir hier drauf. Alles klar. Zack, so. Ist klar, haben wir. Kannst deine Basis erweitern, indem du weitere Module nebeneinander platzierst. Wir hatten das gerade schon gemacht. Ja, müssen wir wohl nochmal, ne? Mal überlegen. Guck mal, von hier geht's auch. Nicht genügend Zement. Dann müsste ich nochmal kurz... Ah, okay. Die Questreihe ist fertig. Alles klar. Ausrüstung. Einige komplexere Gegenstände herstellen. Bevor du fortgeschrittene Maschinen erstellen kannst, brauchst du neue Ausrüstung. Okay. Verwende das Baumenü, um einen Pflanzenzüchter in deiner Basis zu platzieren. Das ist entscheidend für Nachhaltigkeit. Na dann. Fangen wir mal an, ne? Wir machen mal hier ein weiteres Wohnmodul erstmal. Nein, machen wir nicht. Wir machen erstmal Zement. So, das müsste erstmal ausreichen. Zack, zack. Nicht mehr genug da. Eisenerz. Ja, machen wir es so. So, und ein Pflanzenzüchter. Ja, wir wollen erstmal da. Wir wollen erstmal hier einen weiteren Raum haben. Genau. So, und der Pflanzenzüchter. Ah, guck mal, da kommen sie schon, die Maschinen, ne? Haben wir Montagebank. Fahrzeuge hat man später auch. Geil, ne? Okay, Pflanzenzüchter. Wir brauchen 2 Quarz und eine Eisenplatte. Eine Eisenplatte. Wir brauchen noch mal Quarz. Oh, ich hier Quarz irgendwo gehabt? Schauen wir mal, ne? Also Quarz hatte ich ja noch nicht gefunden. Was ist denn das Weiße hier? Guck mal. Das Weiße ist Quarz. Sehr schön. Mal, da haben wir da hinten noch mal Quarz. Ist klar. So, 2 Quarz haben wir. Machen wir mal einen Pflanzenzüchter. Mit. Einen Pflanzenzüchter. Wie groß bist du denn, mein? Wie groß bist du denn? Geht eigentlich, ne? Das ist ja ganz... Das ist ganz passabel hier eigentlich. Mache ich den mal... Na, aber ich setze ihn jetzt einfach mal. Ich denke mal, ich kann einfach auch umsetzen später. Um Ressourcen schneller zu sammeln, suche ein großes Eisenvorkommen und platziere eine Bergbaumaschine. Ah, guck mal, jetzt wird organisch produziert. Schön. Gut, wir brauchen eine Bergbaumaschine. Das heißt, wir haben auch schon mal ganz schön viele Teile dazu bekommen, ne? Nochmal einzelne Blöcke hier. Eine Innentreppe, okay. Was haben wir denn da? Wand. Eine Küche. Ein Platz zum Kochen. WIP. Kann jede Wand in ein Wohnmobil ersetzen, okay. Ja, Bergbaumaschine. Was hast du mich? 3 Eisenplatten, 2 Zement. Du wirst doch Strom brauchen, oder? Gucken wir mal. Eisenplatten. Machen wir mal Eisenplatten, 3 Stück. Dazu brauchen wir Eisenbarren. Okay, also nochmal Eisen. Wo haben wir denn hier überhaupt ein größeres Erzvorkommen? Ach, guck mal, da hinten hätten wir ein Vorkommen. Wollen wir da mal gucken? Das sieht nämlich ganz nach Eisen aus. Das ist nämlich eventuell schon hier bei mir platziert wurde. So, da nochmal Eisen. Hier nochmal Eisenerz. Und da nochmal Eisenerz. Und ja, ein großes Eisenerzvorkommen. You need a more powerful to mine this. Okay, okay, okay. Ich nicht. Osmium-Erz. Verbundträger. Eingeschaltet. Osmium-Bohrer. Okay.
Na dann gucken wir mal. Na dann schauen wir mal, ne? Also, oh, ich habe das Kabel hier irgendwie angepinnt. Wenn wir mal das anpinnen. Mit Rechtsklick pinnt man das ja an. So, drei Eisenplatten. Machen wir erstmal hier ein bisschen was da und dann. Ein Eisenbahn fehlt mir. Das sind nur zwei Eisen. Zwei Eisen. Die kriegen wir doch auch noch hier. Da ist Nummer eins. Eisen. Jawohl. Und nochmal ein Eisen. Genau. Das Geniale hier dran ist, dass du jetzt natürlich, ne, auch so dieses Vorkommen erinnert mich also eher an Satisfactory, ne? Aber nur mal so nebenbei erwähnt. Okay, jetzt sollten wir es haben. Können wir den bauen? Okay, mal gucken, wie ich den drauf platziere. Wie er sich drauf platziert. Schauen wir mal. Wollen wir damit mal anfangen hier, ne? So. Eine Maschine. Ach, guck mal. Das ist ja auch toll, ne? Das ist egal, wo ich die platziere. Also, gut, da ist rot. Okay. Na, dann hauen wir einfach mal drauf da, ne? So, was macht er jetzt? Aha. Der produziert jetzt Eisenerz. Oh, auch nicht schlecht, ne? Oh, das ist ein bisschen schneller. Oh, eine Montagebank. Damit kannst du fortschrittliche Teile, Maschinen und Gegenstände herstellen. Eine Montagebank. Wo haben wir denn da? Eisenplatten, Kabel, bin ich mal an, und Zahnräder. Oh. Okay, wir nehmen mal die 13 Eisenerz da schon mit. Das finde ich gut. Jetzt müssen wir schon mal nach Eisen nicht mehr suchen. Das sind natürlich auch schon Vorteile. So, also wir brauchen Eisenplatten, zwei Stück. Haben wir. Dann brauchen wir die Kabel. Okay. Auch nochmal zwei Stück. Und die Zahnräder. Oh, da brauchen wir drei Eisenstangen. Okay. Zwei, ja. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen mehr, denn dann holen wir uns noch mal ein bisschen Eisenerz da ab. Am Anfang jetzt erstmal das Tutorial durchgehen und dann kommen wir auch weiter, ne? So, oh, guck mal, 20 Stück. Ah, passen nur 20 Stück rein und dann hält er an. Super. Okay, bin ich ja schon mal mit zufrieden und begeistert. Wird das gerade dunkel? Wird das nicht dunkel? Das ist so ein Zeitverlust hier irgendwie, ne? Okay, zwei Zahnräder, das heißt sechs Eisenstangen. Dann machen wir das jetzt mal zu Eisenbarren erstmal. Oh, komm her. Dann sechs Eisenstangen zu zwei Zahnrädern. Und dann können wir das Ding hier bauen, die Montagewerkbank. Aha. Ja, dich baue ich jetzt. Ey, baue ich dich erstmal hier hin. So, Lichtsignal. Antenne. Und Art Batterie. Okay. Container V1, Batteriezelle. Oh mein Gott. Wie denn da jetzt ab? Schmiede. Fortgeschrittene Bergbaumaschine. Standard O2-Tank. Wasserreiniger. Diener, oh, da kommt jetzt aber gerade einiges, ne? Filter. Boah. Abgeschlossen. Ausrüstung. Neues Ziel: Automatisierung. Energieversorgung für fortschrittliche Maschinen. Fortgeschrittenere Maschinen benötigen viel Strom. Jede Energiequelle, beispielsweise eine Windkraftanlage, wird automatisch an ein lokales Netzwerk angeschlossen, das Maschinen in der Nähe mit Strom versorgt. Oh, das ist ja auch toll. Also keine Strommasten. Es gibt hier bestimmt einen Tag-Nacht-Rhythmus. Ich denke mal, es ist Tag. Vermutlich mal einmal gucken. Die Nacht werde ich bestimmt schon sehen, ne? Okay, wir brauchen eine Windkraftanlage. Sendet ein Signal, das du auf deiner Karte und deinem Kompass verfolgen kannst. Okay. Produziert Strom, 7 MW. Also 5 Eisenplatten, 4 Stangen. Ja, dann müssen wir da nochmal Eisenerz rausholen. Dum, 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 dum.
verliere auch irgendwie Energie, ne? Kann euch nicht sagen, warum ich Energie verliere. Also hier, nicht Energie. Die HP, ne? Die Heals Power da. Kontinuierlich verlierst du das halt. Weiß nicht, wenn ich da mal reingehe. Mein O2 füllt sich zwar auf. Beschleunigen, links, rechts. Ist schon cool. Also du wirst hier auch irgendwann mit dem Raumschiff unterwegs sein. Da ist nicht so ganz mein Ding mit dem Raumschiff, aber mal gucken, vielleicht kriege ich es hier ja ein bisschen hin, ne? So, angepinnt haben wir es. Eisenplatten 5, finde ich auch gut, dass du es anpinnen kannst, ne? Machen wir erstmal hier die ganze Eisenbahn hier draus. So. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4. Für eine Windkraftanlage. Wo bauen wir die denn hin? Keine Ahnung. Kein blassen Schimmer, wie ich hier eigentlich nachher bauen werde. Ich werde die jetzt erstmal eiskalt hier hinstellen. Neues Baurezept, Außenlampe. Also, wenn es eine Außenlampe gibt, dann wird es auch dunkel hier werden. Ich glaube, ich habe noch was im Inventar gehabt. Essensbox, Gesundheit 50. So, haben wir mal wieder aufgefüllt. Ich hoffe, ich kann auch Gesundheit wiederherstellen. Ah, okay, da kriegt Paul das Organische für Gesundheit 20. Sauerstoffkapsel, ah. Okay. So, wird Automatisierung notwendig sein. Erstelle eine fortgeschrittene Bergbaumaschine. Okay, die Schmiede. Ja, die wandelt wahrscheinlich, ja, hier wandelt rohes Eisenerz und Kupfer in Barren. Gestein in Zement oder Quarz in Silizium. Okay, da brauchen wir jetzt auch wieder, ne? Ordentlich Zeug. Eisenplatten, Eisenstangen, Zement. Können wir die mal anpinnen? Dann sollten wir da hinten, wird ja zum Glück jetzt, sag ich mal, schon Eisen geholt. Und zwar immer nur 20, aber klar, ich könnte natürlich auch sagen, hey, wir bauen da noch ein paar mehr hin, ne? Aber ich glaube, hier die Automatisierung, die wird das schon besser regeln, ne? Vor allem, weil jetzt ja auch Container da sind. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Also ich baue jetzt einfach mal, ne? Machen wir erstmal hier die ganzen Eisenbarren. So, die Platten haben wir. Eisenstangen. Oh, gucken wir uns erstmal wieder Eisenerz. Holen wir. Ja, der 20 Stück hat er ja sehr schnell durch, ne? Also, bin schon gespannt, ne, wenn das erste Förderband kommt. Das erste Förderband kommt. Oh, da bin ich echt schon gespannt drauf. Also, glaube sogar, habe ich einen Container. Nein, Förderbänder sind noch nicht da, aber ich glaube, das kommt. Also komm, wir gehen das Tutorial hier erstmal durch. So, 4 Zahnräder. 4 mal 3. 12, ne? 12 Eisenstangen. Oha. Ja, werden wir ein bisschen hin und her laufen müssen. Definitiv. Okay. Ja, da werden wir definitiv. Na, ein 20er Päckle hat er wieder drin. Vielleicht warte ich auch da ganz kurz und nimm gleich einmal 20er Päckle mit. Brauchen wir nicht lang, ne? Guck mal, hier 30 pro Minute. Ja. Nix, ne? Wartest du hier eine Minute und hast du noch nicht mal eine Minute. Noch nicht mal eine Minute, hast ein 20er Päckle ja schon wieder fertig. Komm, dann nehme ich gleich 40 mit und dann haben wir das Ding nämlich auch hinter uns. Und die werde ich dann auch, die fortschrittliche Baumaschine, packe ich ja dann hier hin. Ich muss nur gucken, wo ich dann sehe, wie viel Strom ich zurzeit zur Verfügung habe. Und verbrauche, ne? Und da muss es ja auch vielleicht irgendwo eine Schalttafel geben. Vielleicht kommen die noch, wo ich dann sehen, was ich habe und was ich verbrauche. So. Oder lassen wir uns überraschen. Auf F haben wir eine Taschenlampe. Okay, auf F haben wir eine Taschenlampe. So.
Eins, zwei, drei, vier. Das passt. So, nochmal zwei von denen. Erstmal das da machen. Die Eisenbahn durchlaufen lassen. Das ist auch später dann einfacher, ne? Jetzt dann erstmal durch diese Produktionen durchgehen. Und dann nochmal sechs. So, und dann vier Zahnräder. Ja, perfekt. Wie Arsch auf Eimer, ne? Wie Arsch auf Eimer. Was ist das hier? Die Melodie ist auch schon echt. Achtung, hohe Temperaturen, was? Oha, hier ist höhere Temperatur. 60 Grad, hallo? Ich glaube, oh, warte mal. Da werden wir aber den hier abbauen. Moment. Abbauen, X. So. Dann werden wir den da drauf packen. Warte mal. Da ist der Ausgang, okay. Ich setze ihn mal so. So sieht es, glaube ich, ganz gut aus, wenn er dann da so reinbohrt. Hohe Temperaturen, oh mein Gott. War doch vorher nicht so hohe Temperaturen hier. Oh Gott. Förderbänder, rechts oben. Um die fortgeschrittene Bergbaumaschine mit einer Schmiede zu verbinden. Wir sollen eine Schmiede bauen. Mehlhersteller. Wandelt ein Herstellungsteil in das ausgewählte Rezeptergebnis um. Unterstützung der Förderbänder. Also ich sage ganz ehrlich, wer Satisfactory gespielt hat, der hat definitiv ein bisschen... Der kann schon was, ne? Der kann definitiv schon was. Oh, guck mal hier, 60 Stück. Oh, das geht aber schnell. 120 pro Minute. Oh. Oh, wir brauchen Sauerstoff. Sauerstoff. Oh mein Gott. Ich komm. Oh, der Wald aber... Hab ich, ne? Wir brauchen aber nochmal Gestein. Kann ich so eine Bergbaumaschine nicht auch auf ein Gestein setzen? Wenn mir denn da Felsen abbaut? Muss ich auch mal bei Gelegenheit probieren, dann. Hier ist auch wieder viel austesten angesagt. Viel ausprobieren. Haben wir zum Beispiel Stein. Jetzt sollen wir halt noch eine Schmiede machen. Nochmal Zement. 1, 2, 3. Nochmal Eisenplatten. Oha. Schmiede. Oh, weißt du? Das wird jetzt erstmal chaotisch wirken wahrscheinlich. Weil ich jetzt erstmal ausprobieren muss. Dann irgendwann, glaube ich, mache die Schmiede. Die Schmiede eigentlich einfach hier mit dran. So, weißt du? Und dann soll ich das Förderband verschmelzen. Oh Gott. Förderbandteile, oh ja. Da fehlt erst, das wird was. Oder brauche ich Eisenplatten für? Die Förderbänder brauchen wir nochmal Eisenplatten. Ein Schließfach. Ja, geil. Ich habe noch nicht mal eine Kiste gebaut. Ein Schließfach. Nein, wir brauchen Eisenplatten. Dann machen wir mal Eisenplatten. Also brauchen wir in Zukunft wegen Förderbänder immer wieder Eisenplatten, ne? Das Ding hier auch einstellen, Schmiede. Klicke. Ah. Wird Holz zu Kohle, aha. Holz zu Zement. Quarz, Silizium, Osmiumbarren, Kupfer. Also erstmal Eisenbarren, ne? Machen wir erstmal Eisenbarren. So, warte. Ziehe ich das mal durch. Dann brauche ich schon mal die Eisenbarren gar nicht mehr machen. Ist doch auch ganz nett, oder? Mal kurz so, halt mal das Eisen euch hier los. So, dann müssen wir jetzt hier die Förderbänder. Schön, guck mal, da kommt das Eisen. Unser erstes Eisen wird transportiert. Abgeschlossen, Automatisierung. Neues Ziel, Terraforming. Verwandelt den Planeten. Die Atmosphäre enthält einen sehr geringen Anteil an Sauerstoff. Füge Vegetation hinzu, um eine nachhaltige Sauerstoffquelle zu erschaffen. Wir brauchen aber erstmal selber Sauerstoff.
Bevor ich da was machen kann. Und zack. Okay, verwende das Baummenü, um einen Wasserreiniger zu erstellen. Es muss in einem giftigen See platziert werden. Ja, aber jetzt erstmal Stopp. Also. Ach, guck mal, hier lagert große Mengen an Gegenständen mit 2 Förderbandeingängen und 27 Plätzen. Oh Gott, da kannst du... Alter Schwede. Das ist, hat einen Eingang, aber auch wieder einen Ausgang. Ja, Tatsache. Dann machen wir das doch mal so. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ein Container. Lass mich mal kurz gucken. Ich weiß jetzt nämlich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Zeitlich gesehen. Gut, da ist jetzt keine Angabe, wie lange das dauert, ne? Wie viel er pro Minute macht. Deswegen nehmen wir mal kurz das raus. Er macht schon recht schnell. Das stottert hier ja nicht. Es kann aber sein, dass ich von dem, ja, müssen wir gucken, müssen wir abwarten. Ich brauchte auf jeden Fall mal so einen Container. Und dann kann man da bestimmt wieder so Optimierungen machen. So ein Container mit Eisenplatten. Lassen wir doch mal die Nummer 20 mit. Kann nicht verkehrt sein. Beziehungsweise. Oh, Moment. Ja. Doch. Na, damit werde ich jetzt mal kurz rumwerkeln, ne? Also, das kommt mal in einen Container rein. Oh. Also hier, warte mal, Förderbänder. Kann ich die nicht irgendwie. Unten, warte mal. Bei. Ah. Alles klar. Gut, dann habe ich das schon mal. Dann brauchen wir das mal auf der 3. Oh, da ist der Eingang. Ich würde jetzt einfach mal kurz hier hinbauen. Dann das. Damit rein, damit schon mal die Eisenbarren auch schon mal mitkommen. Und so ein Teilhersteller, den haben wir auch gesehen. 5 MW. Der braucht 3, der braucht 5. Eisenträger. Heiliger Strohsack. Schmelzer, das wären Platinen. Okay, ihr habt gewonnen. Ich mach das jetzt mal kurz so. Ein Wasserreiniger. Wir gehen erstmal das Ding da durch, ne? Da brauchen wir jetzt noch 2 Rotoren. Rotoren, Rotor. Wo ist denn hier ein Rotor? So, ja klar, da hinten. Etagebank, Rotor. Okay, ein Rotor. Brauchen wir 4 Kabel, 4 Gummi. Oh, organisch. Okay, da. Okay, 4 Kabel, 4 Gummi. Nochmal, ne? Okay, das sind 3 Gummi. Ich glaube, wir sollten nochmal so einen Pflanzenzüchter vielleicht her aufstellen. Dann mal Nummer 5. Nicht genug Quarz. Oh, warte, aber Quarz. Oh ja, guck mal hier. Die erste Nacht. Ach, du heiliger Grünschnabel. Vielleicht finde ich ja hier gerade noch mal ein bisschen Quarz, so 2 Stück. Weil ich glaube, das mit dem Organisch, das könnte noch recht wichtig sein. Das ein bisschen braucht. Ah ja, guck mal, da ist noch mehr Quarz. Machen wir mal Taschenlampe an. Ach, und guck mal hier. Hier ist ein größeres Quarzvorkommen. Super. Perfekt. Müssen wir da auch noch irgendwann eine Maschine draufpacken.
Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt dann. Super. Okay, ja, wie gesagt, wir packen hier nochmal einen Pflanzenzüchter hin. Na, das sieht aber ein bisschen komisch aus, ne? Ich dachte, die verschmelzen dann auch so ein bisschen. Schade. Schade, ne? Hm, machen wir die lieber so. Pflanzenzüchter, gib mir mal, wer 10 hat. Ja. So, jetzt aber. Okay, also noch mal ein Gummiring. Was war jetzt noch mal mit dem Rotor? 4 Gummiringe und 4 Kabel, ne? Oh, Kupfer brauche ich auch. Kupfer. Ja, so eine Kupferplatte können wir auch noch mal gebrauchen, ne? Wo dann Kupfer rausgeholt wird. Mal Eisenerz, Kupfererz. Schön, schön, schön. Okay. Oh, Kupfer. Oh, haben wir da, haben wir da? Nein, das ist wieder ein Eisenvorkommen. Ah, was ist das da? Oh, noch ein Eisenvorkommen. Ah, schade. Kein Kupfervorkommen bei mir gerade in der Nähe, wa? So ein Mist aber auch. Okay. Kann mich noch nicht ganz so weit wegtrauen. Außer ich packe mir Materialien ein für so ein Wohnmodul. Damit ich immer wieder den Sauerstoff bekomme, ne? Oder halt die Kapseln, die Sauerstoffkapseln da holen. Je nachdem, was man denn haben möchte. Okay, Gesamt... Ah, guck mal, hier produziert 7 MW, Gesamt im Netzwerk 7 MW. Okay, da sehe ich dann, wie ich denn eigentlich habe. Das ist ja ganz nett. So, Kupferbarren, ich hoffe, das reicht. 1, 2, 3, 4. Ja, das reicht. Zumindest mal für die 2 Rotoren. 1, 2. Okay. Perfekt. Dann haben wir noch die Antenne. Da brauchen wir 4 Eisenstangen. Oh, nochmal 2 Kupferplatten. Und der Filter. Eisenplatte Schwefel. Ah. Also nochmal 2x Schwefel finden. Noch ein bisschen Eisenplatte. Okay, aber ich würde sagen, das war's für heute. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!